Servus. Hallo Kinder, ich bin's wieder, euer Klaus. Heute geht es um eine ganz besondere Frage, auf die wir eine Antwort finden, werden versuchen zu finden. Ja. Die Sendung mit dem Klaus. Klaus ist richtig gelangweilt. Was kann man da tun? Genau, Musik hören. Also schaltet Klaus seinen ultra geilen Ghetto Blaster ein. Doch was kann er hören, um wieder wach zu werden? Hip-Hop? Lieber nicht. Rock? Metal? Hä, wo ist Klaus? Metal scheint Klaus zu gefallen. Doch was ist Metal eigentlich? Ist das Metal? Nein. Oder das? Wohl eher auch nicht. Oder das? Nein, die ist einfach nur geil. Klaus ist ratlos, doch er kommt auf die Idee, im Internet danach zu surfen. Das Internet ist ein großes Gehirn, was im Bildschirm sitzt. Er befragt es und es gibt ihm ein Konzert. Klaus schickt seinen Reporter zum Ort des Geschehens. Dort, wo der Metal-Gigant Impact of Flames auftreten soll. Am Katholikentag. Hatte Metal etwas mit dem Glauben zu tun? Der Reporter ist erstmal irritiert. Warum schrie der Mann am Mikrofon das Publikum so an? Hatten sie ihn geärgert? Und warum schlug der Mann auf dem Stuhl auf die Platten so wütend ein? Hieß es deshalb Metal, weil man Metall weichprügelt, um der Metallindustrie einen Gefallen zu tun? Wir haben einen Experten befragt. Boris Stahleck. Es ist klar, dass Metal etwas Hartes ist. Ist es hartes Brot? Sind es harte Eier? Nein, es ist vielmehr die Seele von jemandem, der harte Eier hat. Unser Reporter stößt auf merkwürdige Gerätschaften, mit denen er nichts anfangen kann. Diese Gerätschaften nennt man Respektpedale. Sie ermöglichen es der Band, Klatschgeräusche oder Zugaberufe oder sogar ganze Songs einzuspielen. Doch hat die Band Impact of Flames wirklich ein hohes Niveau? Dass die Band Impact of Flames ein sehr hohes Niveau aufweist, kann man auch an den Einstellungen ihrer Verlauterer oder auch RMP genannt sehen. Je weiter die Regler gedreht sind, desto höheres Level hat die Band. AMP steht übrigens für Anfangsmilde Power. Unser Reporter hat es geschafft, ein Interview mit dem Weichtrommler von Impact of Flames zu bekommen und will nun herausfinden, warum es beim Metal wirklich geht. Willkommen bei Sendung mit dem Klaus. Hier haben wir Raphael von der Band Impact of Flames. Er ist ein unglaublicher Schlagzeuger. Und jetzt wollen wir erstmal wissen, um was geht es bei Metal? Was muss man beachten? Danke. Also bei Metal musst du beachten, du brauchst erstmal harte Gitarren, einen wirklich sterben Schlagzeugsound und vor allem der Bass muss dir um die Ohren fehlen. Was mich schon immer gefragt hat, was mich immer bewegt hat tief in meinem Herzen, was inspiriert einen Menschen wie dich, auf eine Bühne zu gehen und einen Stock in die Hand zu nehmen und darauf kleine, arme Becken zu schlagen. Becken ist, glaube ich, das richtige Wort. Es macht einfach Spaß und wenn man sauer ist, kann man seine ganzen Aggressionen darauf auslassen. Ja, und man schwitzt dabei auch schön und das ist eigentlich ein gutes Training für den ganzen Körper. Wie ist Ihr Musikstil zu definieren? Ruhig, laut, sanft? Ich sage dazu drei Worte, auf die Fresse. Also ruhig. Was muss ein Schlagzeugspieler beachten, wenn er auf sein Schlagzeug hämmert? Er muss mit allen Körperteilen spielen können. Mit allen Körperteilen heißt?
mit beiden Füßen, mit beiden Armen und im Kopf muss das Ganze zusammenpassen. Und im Glied. Und im Glied. Und im Glied. Vielen Dank, das war Raphael von Impact of Flames, die geilste Band der Welt. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Doch wie findet eigentlich das Volk Metal? Findet es Metal gut oder denkt sie eher bei dieser Musikrichtung Take Me Home? War genial. Geil! Ja, super. Ich glaube, den haben wir nicht. Ich glaube, die hat es bis zur Messe gefangen, gell? Weil der Bassist so scheiße war. Selbst der Hater antwortet auf dieses Thema. Metal ist nicht schlecht. Zum Schluss haben wir die Band noch gefragt, ob sie noch etwas sagen will. Wir wollten noch sagen, wir haben noch ein paar T-Shirts, falls ihr uns irgendwie unterstützen wollt. Tja, ich kaufe aber keins. Klaus ist nun viel schlauer. Endlich weiß er, was Metal wirklich ist. Die Seele von Menschen, die harte Eier haben.